gerne Bananen-Hotdog-Pizza. Mit Pizza habe ich nichts zu tun, ich bin Postbeamter. Ich trage Briefe aus und habe wohl ein bisschen Respekt verdient. Heul doch! Wie geht's euch, Jungs und Mädchen? Wir begrüßen euch zu unserem Mega-QLNX-Ducks-Fan-Club. Hey, jetzt zieh dir das rein, Alter. Lieber Flex, lieber Geekster, ich bin euer größter Fan überhaupt. Und eure Sendung ist die beste, die es im Fernsehen gibt. Viele Grüße, Kevin. Also, Loser! Guck mal, wo die Nulle haust. Nulle? Ist aber eine reiche Nulle. Ja, und er sagt, dass er alles dafür geben würde, uns mal zu treffen. Volle Granate rückwärts, das ist es! Du hast recht, da ist die Sonne, der Pool ist auch da. Und ich hab auch voll den Schotter-Smellow. Hey, was drivest du hier ab? Wir waren doch voll am Zielbahnhof. Ich weiß auch nicht. Oh, es ist abgestürzt. Immer auf da! Oh nein, die armen Jungs, ich muss sie retten! So ein Glück für euch, dass ich da bin! Ich bin Kevin und ich bin so froh, dass ihr da seid! Bloß blöd, dass ihr diesen Unfall gehabt habt! Aber keine Angst, ich bin auch Dr. Kevin und euch geht's gleich viel besser. Oh, ihr seid ja ganz blass. Ich hab da genau das Richtige für euch. Sag mal, ist das ein Traum oder ist die Fettbacke wirklich 10 Meter groß? Erstmal richtig durchspülen. Das war's auch schon, erledigt. Gib's zu, dir geht's schon viel, viel besser, nicht wahr? Und jetzt spielen wir was Schönes. Denn dafür sind Spielsachen nun mal da. Hey, jetzt reicht's aber, Hamsterfresse. Wir sind keine Spielzeuge, wir sind Stars. Capito? Streng mal deine grauen Zellen ein bisschen an. Du hast uns doch versprochen, alles dafür zu geben, ein Date mit uns zu machen. Also, dann komm jetzt gefälligst mit der Kohle rüber, klar? Okay, versprochen ist versprochen. So, können wir jetzt spielen? Kannst du abhaken, wir checken aus. Nö. Ich will aber kein Spielzeug, das keine Lust hat zu spielen! Und Jungs, was meint ihr, was ich, Kevin, mit Spielzeug mache, das keine Lust hat zu spielen? Ist ja gut, wir spielen ja. Bleib mal gleitend, Alter, okay? Wir spielen Rennbahn, das kann ich richtig gut. Passt auf! Warte mal, Hasenzahn, wie wär's mit einer Wette? Dann wird's lustiger. Ja! Und wenn wir gewinnen, dürfen wir einen Schuh machen, okay? Auf die Plätze! Seid ihr fertig? Los! Weltmeister Kevin lässt seinen Gegner keine Chance! Ledern wir ab! Hey! Hast du Mauljucken oder was? Ich gewinne! Und jetzt kommt Super M ins Spiel! Hey, das ist unfair! Uhu! Versenkt das Teil. Und jetzt machen wir uns vom Hof hier. Nö, nicht ist. Hör mal zu, Schlupschi, du hast es versprochen. Ach ja? Wisst ihr was? Ich hab gelogen. Jetzt spielen wir was anderes. Das ist aber auch ganz toll. Echt? Was soll daran so komisch sein? Vergiss es, der Typ hat ein Rad ab. Das ist Mickey. Na Jungs, alles senkrecht? Tut so, als ob ihr mitmacht. Der Junge ist ein Sadist, der tickt nicht richtig. Der macht uns kalt, wenn er was merkt. Tut so, als ob ihr euch wehren würdet. Okay. Wow, ihr seid...
seid ja klasse. Ich bin wirklich total beeindruckt. Ihr müsst unbedingt was in mein Gästebuch schreiben. Mickey zuerst. Ja, perfekt. Jetzt seid ihr dran. Wo ist mein Autogramm? Hier drüben, Fettlocke. Kriegsspiel-Super! Ja, freu dich mal, jetzt gibt's volles Rohr, du Lusche. Voll weggeballert. König Aroma, ich seh euch! Wir haben dich auch extrem im Visier, Grundfrosch. Ich steh auf Nasenmatsching. Nicht schlecht! Los, gib's mir! Ja, weiter! Los! Ach ja! Bürste dir mal die Kauleiste, wenn du schon dabei bist. Ja, hat gar nicht wehgetan. Ich gewinne, ich gewinne. Kevin? Oh, Kevin, jetzt seht ihr die Sauerei an? Und sag bloß nicht, es ist nicht deine Schuld. Wer war es denn diesmal? Super M, der Weihnachtsmann? Doch. Leute, es war echt fröhlich feucht bei euch, aber wir müssen jetzt mal abzischen. Nein! Meine neuen Spielsachen! Hast du das gesehen? Das war nicht meine Schuld, du. Es ist ja schon krass, wenn man ein Star ist, aber die Fans können einem ganz schön auf den Keks gehen. Kannst du laut sagen, Alter. Nervt tierisch. Hey, Jungs, seht mal her! Das sind doch diese zwei Loser aus der Glotze! Jetzt zeigen wir den Weicheiern mal, was so richtig harte Jungs sind!